Hallo zusammen, willkommen zurück bei Fishing North Atlantic. Die letzte Fahrt der Mickey, hier ist es um sie jetzt geschehen. Wir werden sie verkaufen. Ich habe jetzt gespart. Wir wollen uns heute die Ocean Runner kaufen und damit auf Langleine gehen. So ist der Plan. Und zuallererst würde ich sagen, wir verkaufen mal gemeinsam unseren letzten Fang. Dann seht ihr mal, was man mit 3 Tonnen Laderaum hier so erwirtschaften kann. Wir haben es jetzt Ende August. Die Preise sind gestiegen. Wir verkaufen unseren Fang. Wir haben Schwertfisch und Thunfisch geladen. Und ein Gesamterlös von 124.000 Dollar. Verkaufen wir. Damit haben wir jetzt insgesamt 915.000 Dollar auf dem Konto. Ohne Kredit. Den könnten wir jetzt auch noch nehmen. Aber brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt in die Schiffswerft und schauen mal ganz kurz. Im Besitz die Mickey. 7.960 oder 6 Dollar bekommen wir noch dafür. Wir werden uns heute die Ocean Runner kaufen. Das ist ein gutes Allround-Schiff für Netze, Tiefsee, Hummerfischen, Langleinen. Eigentlich alles außer Harpunen. Fischen ist damit möglich. So, Schiff gekauft. Okay. Langleine. Ja, möchte ich machen. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Werden wir heute gemeinsam herausfinden, wie das funktioniert. Okay. Da würde ich sagen, wir fangen erstmal an, indem wir uns noch die Mannschaft zusammenstellen. An Bord haben wir den Rudi. Und dann schauen wir mal, dass wir uns vielleicht noch 2 Stück holen. Dann gucken wir, welche so Mittelfeld sind. Dann stellen wir ihn ein und hier ihn nochmal. Ich gucke jetzt gar nicht nach die Werte. Ja, man kann sie ja später rausschmeißen, sich neue holen oder sie leveln halt, je nachdem, wo man sie hinsteckt. So, da hätten wir jetzt schon mal 3 Crewmen. Was gibt es denn sonst noch? Wir können ja mal ganz kurz durchklicken. Ausrüsten. Wir können jetzt Tiefseeleinen fischen, Hummerfischen, Netzfischen oder Langleinfischen wählen. Wir bleiben beim Langleinfischen. Das möchte ich heute mit euch gemeinsam durchführen. Die Schiffswerft, da waren wir gerade drin. Verbesserungen. Da würde ich auch erstmal alles so lassen wie gehabt. Ich hatte auch die Mickey überhaupt nicht verbessert, einfach so gelassen, Geld gespart. Wartung, die ist nagelneu, da brauchen wir nichts warten. Der Stadt waren wir gerade, wir machen das Tutorial. Da brauchen wir auch jetzt erstmal keine Tipps, wo sich die Fische befinden. Fischmarkt, ja, da haben wir gerade unsere Fische verkauft. Fanggeräte, Langlein kaufen. So, und kaufe eine Langleine mit 250 Haken. Dann machen wir das mal. Haben wir gekauft, hier steht's. Wir kaufen uns aber gleich noch ein paar mehr. Und zwar nicht nur 250 Haken, wir nehmen das Mittelfeld mit 1000 Haken. So, dann kaufen wir 3 von denen und nochmal 3, 2000. Insgesamt können wir 40 Leinen mitnehmen. So, Langleine ködern. Gut, es gibt natürlich jetzt verschiedene Köder, wo verschiedene Fische drauf beißen. Das müssen wir mal später und detailliert nachschauen, was wir direkt für Informationen kriegen, welche Fische wo vorhanden sind, was für Köder wir brauchen. Zuerst sollen wir aber halt einen beliebigen Köder dran machen. Und da machen wir, ich sag mal, das erste ist der Kabeljau. Der ist jetzt von der Saison ab September, wir befinden uns ja noch im August, das wäre sozusagen nicht ideal, wenn wir den jetzt als Hauptköder hätten, beziehungsweise die Garnele als Hauptköder hätten. Dann würde ich sagen, wir nehmen die 3 Köder. So, die haben wir geködert. Jetzt ködern wir schnell noch die anderen mal durch. Grill, Grill, Grill. Ach, hier oben sind wir.
So, haben wir Makrele, Grill und auf der kleinen Tutorial Leine haben wir die Krabbe drauf. Okay, Escape. Verlasse den Hafen. Kurz überlegen. Wir haben Krumens, wir haben vollgetankt, wir haben Köder an den Leinen. Wir können den Hafen verlassen. So, die Alarme weggeklickt, verlasse das Hafengebiet. Gut, hier müssen wir rückwärts raus. Vorwärts denke ich mal, dass nichts werden. Ganz schöner Kutter. So, du kannst die Karte öffnen und das markierte Gebiet anzuzeigen und der Markierung am oberen Bildschirmrand aus der First-Person-Perspektive zu folgen. Dann machen wir mal die Karte auf. Müssen wir denn hin? Wer sieht die Markierung? Ich sehe sie nicht. Ach, hier unten. Die Schwertfische können wir wegmachen. Da war ich ja gerade mit meiner Tiefseeleine unterwegs auf Schwertfisch. So, jetzt müssen wir hier aus dem Hafen raus. Reisen wir erstmal zum Leuchtturm, dass wir um das ganze Hafengebiet weg sind. So, das sieht gut aus. Tank hat kaum abgenommen. Oh, hier ist eine Schiffsfahrtroute, müssen wir aufpassen. Ich denke mal, das gibt gleich wieder eine Kollision. Ne, er wartet sogar. Oder er ist ja vor Anker gegangen. Man weiß es nicht. So, wir sind da. Da ist der grüne Bereich. Oh, hier sehen wir sogar schon die Fischchen schwimmen. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Dass wir die so nah an der Oberfläche sehen. Okay, dann müssen wir uns das schon mal merken, dass wir die Fische, die wir für Netzfischen fangen wollen, auch an der Oberfläche sehen. So. Es wird Zeit. Wir sollen in die Ego-Perspektive. Gehen wir mal, gehe zum Arbeitsdeck. Aufstehen. Schauen wir uns erstmal um hier. Haben wir noch gar nicht gemacht. Unser neues Schiff. Genau betrachtet. Das war auch ein richtig guter Tipp von euch. Das habt ihr mir mal in die Kommentare geschrieben. Dass es an der Wand, gab es auch auf der Mickey, eine Uhr gibt. Und wenn man die jetzt mit E anklickt, kann man ja die Zeit überspringen. Man kann ankern. Man muss jetzt nicht irgendwo in den Hafen reingehen und die Zeit überbrücken. Man kann direkt auf die Uhr klicken und eine gewisse Zeit lang ankern, bis die Leinen dann voll sind. So, Arbeitsdeck. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Und nimm einen Leinenkorb. Ich sage, wir nehmen mal den mit 250 Ködern. Den sollten wir ja nehmen. So, platziere den Leinkorb mit Hilfe Leinlegers. Das ist der Leinleger, ja, oder? Der Leinleger. Mit Krabbe auswerfen. So, steuere den Leinleger. Das war's schon. Musst du mindestens 4 Stunden warten, bevor du es wieder einholen kannst. Für den Zweck dieses Tutorials wird die Zeit nun um 20 Stunden vorgestellt. Schlecht. Ach so, mindestens 4 Stunden, 20 Stunden ist die optimale Zeit. Okay.
So, Langleinfischerei. Jetzt musst du die Langleine einholen. Okay. So, die Boje ist hinter uns, müsste sie sein. Genau, würde ich sagen, wir drehen erstmal. Da fahren wir gar nicht erst rückwärts, wir drehen. Ist das schwerfällig, das Boot. Guck mal, wir haben schon volle Fahrt erreicht und kommen kaum von der Stelle. Jetzt gibt er Gas. Ach, Knoten. Ah, jetzt. Jetzt dreht er. So, Steuerbord stand irgendwo. Steuerbord ist rechts. Mindestens eine Boje am Leinenschlepper. Das muss das Grüne sein hier. So, ich tue mal hier das Gas wegnehmen, dass wir nicht wieder vorbeirauschen. Lassen wir uns treiben, geben etwas Gas. Wartet mal, die Crewmans. Die lassen wir erstmal drin. Wir machen das mal so wie im Tutorial gefordert. So, haben wir eingeholt. Musst du deinen Mausklick bei der Sammlung jedes Fisches zeitlich abstimmen? Je kleiner der Kreis ist, desto besser schlägst du dich und desto besser wird dein Fang sein. So, was denn für ein Kreis? Der Kreis. Ach so, ich war jetzt verwirrt. Ich wollte nämlich vorhin zurückgehen. Okay, jetzt habe ich es. Einfach klicken auch, wenn wir hier durchs Boot durchschauen, das macht nichts. Na, seht ihr, es wird. Wir machen das Ganze auch gleich nochmal mit Crew. Ich will einfach mal schauen, inwieweit man das automatisieren kann. Ja, perfekt. Klappt halt nicht. Ich habe da zu viel Angst, den Kreis weit genug runterlaufen zu lassen. So, da kommt der letzte. Die ersten drei hat man versaut. Da wusste man noch nicht genau, wie es funktioniert. So, jetzt ausnehmen. Zum Ausnahmetisch gehen. Heute macht der Chef alles persönlich. Ausnahmetisch. Wo ist denn hier ein Tisch? Das? Mich veräppeln? Wo sollten hier ein Tisch sein? Das ist die Box. Da haben wir ihn reingepackt. Die Winde? Ah, das ist die Luke. Das hier? Stauboxen? Ach hier! Mann, oh Mann, oh Mann. Sowas von übersehen. So, jetzt muss ich eben noch mal lesen. Nicht ausgenommen.
731 Kilo. Den Fischer ausnehmen. Zum Starten linke Maustaste gedrückt halten und linke Maustaste loslassen, um das Ausnehmen. Denk mal. Zu stoppen. Ich glaube, das kennen wir noch. Wir testen das jetzt mal. So. Einmal Fisch. Müssen wir jetzt den Mauszeiger drauf halten oder das Messer? Das ist die gute Frage. Mensch, wir sind Naturtalent. 5 Sterne. Oh, da war mal etwas verruggelt, aber mal schauen. Ist okay. Rotbarsch haben wir auch noch. Ach, jede Fischart müssen wir ja ausnehmen, sehe ich das richtig? So, nimm den Fisch weiter aus. Gute Arbeit. Okay, die haben jetzt auf der Karte noch eine weitere Langleine markiert, die wir einholen sollen. Hier unten. So, dann geben wir mal Gas. So nah ran, wie es geht. Fahren wir hin. Dann geben wir mal Gas. Also Spaßfaktor, muss ich sagen, steigert sich. Langleine. Also Tiefseeleine war jetzt nicht so berauschend. Harpunieren, darüber reden wir gar nicht. Das hat mir irgendwie überhaupt nicht zugesagt. Aber jetzt hier Langleine, das macht schon Spaß. So, diesmal passen wir gleich auf. 1 von 15. Auch die Fische machen eigentlich einen recht guten Eindruck vom Aussehen und der Beweglichkeit her. Na gut, wenn man jetzt so rechts in den Wälder schaut, flutschen sie doch schon drin rum, aber ist egal. Würde. Wenn ihr das Video bisher geschaut habt, seid ihr ja schon länger jetzt dabei. Schaut ihr euch das Video an, um einfach mal zu sehen, wie das Langleinenfischen funktioniert, oder einfach nur, um nebenbei ein Video laufen zu haben und mir beim Fischen zuzuschauen. Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle, ob ich jetzt weitere Videos mache und erstmal nur diese speziellen Fisch Fangarten vorstelle oder einfach auch ein paar Folgen mache, wo wir halt immer wieder dasselbe machen, aber halt andere Fische fangen, andere Gegenden, andere Zeiten. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich was mache. So, wir sollen nochmal den Fisch ausnehmen. Machen wir das. Jetzt sind wir ja Experte. Bin auch mal gespannt, was das nachher einbringt.
So, starten wir noch mal. Aber wer von euch kennt das noch von Fishing Barency? Das war ein Hin- und Hergeschlinger. Da war man froh, wenn man mal 2 oder 3 Sterne erreicht hatte. Hier haben wir ein bisschen was verkackt. So, Fisch im Hafen abliefern. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir 2 Leinen reingeholt. Fisch im Hafen abliefern. So, dann nehmen wir hier die Schnellreise. Und als allererstes werden wir tanken. Das ist das, was ich nicht vergessen darf, was mir schon öfters passiert ist. So, Tutorial abgeschlossen. So, abbrechen. Wir legen an. Fisch wollen wir noch nicht verkaufen. Wir tanken erstmal auf. 1500. So, und jetzt können wir unseren Fang verkaufen. 14.000. Das ist ja deprimierend. 14.000. Wir hatten gerade noch mit der Mickey 120, 124.000. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sich das noch steigert. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. 2 Leinen waren das. Naja, gut, komm. Nützt nichts. Fangen, verkaufen. Und da würde ich sagen, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, lasst ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.